Klasse, toll, auf uns wurde geschossen. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt nicht mehr ganz so allein sind. Was ist das da oben? Da muss ich gern hin. Oh ja, wir haben hier Gegners. Gegners, genau. Unsere Rotkäppchenbande. Ist es nicht toll? Vielleicht haben sie ja Wein dabei oder Käse oder... Hat der Penner sich gerade einfach weggerollt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Töte mich bitte nicht. Ich wollte noch heiraten und Kinder kriegen. Nein, wollte sie nicht. Hat der was für uns? Nein. Okay, gehen wir nochmal nach oben, wo die Cutscene war. Von Croy ist einfach hier abgehauen. Irgendwo da. Heißt wo, den sehen wir so schnell nicht wieder. Können wir hier irgendwas aufnehmen? Nein, ich glaube nicht. Aber wir können jetzt... Nein, können wir nicht. Warte. Warte, warte, warte. Wir müssen dort rüber. Wir können es mit dem Sprung versuchen. Ja. Dann probieren wir es. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so vorhergesehen ist, aber das ist mir scheißegal. Denn es funktioniert. Es funktioniert. So glaube ich aber nicht, dass das jetzt hier funktionieren wird. Nein, wird es auch nicht. Toll. Ach, das ist natürlich toll. Okay, gehen wir nochmal hier hoch. Das war doch die andere Seite. Ach nein, hier haben wir ja das Artefakt gefunden. Dieser Herzschlag. Nee, warte, das war die Seite, wo ich hoch wollte. Verdammte Scheiße. Ich glaube, die dritte Etage muss man gar nicht. So, und das könnte jetzt passieren, dass ich jetzt wieder zurück in die verschwundene Scheißbibliothek muss. Aber es gab dort kein Rätsel. Versteht ihr, was ich meine? Und das sieht hier mir wieder nach dem nächsten Leveltor aus. Aber ich möchte, ich weiß doch auch nicht, wie es weitergeht. Ich möchte dieses Spiel schaffen. Ich will es einfach nur schaffen. Aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Es gibt nur diese zwei Aufgänge. Dort oben habe ich das Artefakt her. Dort ist der Lappen geflohen. Es gibt keinen Weg. Ich muss zurück. Ich will nicht zurück. Ich will es nicht wahrhaben, dass ich in dieses Level zurück muss. Aber es sieht so aus. Ah. Wagen wir einen Weg zurück. Wagen wir den Schritt zurück. Ladebildschirm. Willkommen zurück in der verschwundenen Bibliothek. Oh, die Feuerteile sind noch da. Was eine Überraschung. Es kann jetzt natürlich sein, dass ich noch einmal zurück muss. Ich weiß gar nicht mehr, was das Level vor der verschwundenen Bibliothek war. Ist das nicht toll? Nein, ist es nicht. Gehen wir hier zurück. Ich hoffe nur, sie fängt jetzt nicht an zu brennen. Das wäre fatal. Für dein Leben, für meins und das von jedem anderen Pisser auf dieser Welt. So, wir sind zurück in dem neuen Level. In dem neuen Level, in dem alt-neuen Level. Ergibt es Sinn? Nein. Das ist der Tempel von Poseidon. Immer noch? Oh ja! Oh, verdammt ja! Warte, 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 warte. Okay, wenigstens fange ich an zu brennen. Die sind fair. Die sind... Nein, sind sie nicht. Ach, das waren die Teile mit den Kreuzen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben... Was haben wir eigentlich für ein Artefakt aufgenommen? Warte. Pharaos Knot. Und Pillar. Den Knoten und den Pillar. Okay. Mussten wir das hier einsetzen? Ich weiß es nicht. Heilige. Mutter. Was ist das? Das ist doch so ein Kreuz, oder? Das ist das, was ich die ganze Zeit geredet habe. Oder? Oder kann ich es aufnehmen? Nein, kann ich nicht. Doch! Doch! Habt ihr das gehört? Sie sind tot. Verschwunden. Weg! Puff! Einfach so! Okay. Da geht's auch lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese Artefakte einsetzen muss. Das ist echt oberste Scheißklasse. Oh Gott. Und das ist das Schwierige an Tomb Raider 4, was meiner Meinung nach das Spiel unglaublich schwer macht. Abgesehen davon, dass es eins der längsten ist der Reihe. Es ist das längste der Reihe.
Du kannst einfach in 5 vorherige Level zurück. Ich bin jetzt 2 Level zurückgegangen. Und sie tolerieren's. Einfach so. Versteht ihr, was ich meine? Sie tolerieren's. Und dieser Gang macht mir Angst. Es ist viel zu dunkel. Wo bin ich? Ja, der nächste Ladebildschirm. Ich bin noch ein Level. Jetzt sind wir schon ganze 3 Level zurück. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Wir sind jetzt wieder in den Küstenruinen. Okay, warte. Erinnerungen sagen mir, dass das irgendwie, glaube ich, gar nicht so falsch ist. Für die, die jetzt erst einschalten, Küstenruinen ist das Level, wo man sehr oft zurückkommt. Das ist sozusagen der Knotenpunkt. Ich glaube, dieses Level verknotet 5 oder 6 Level miteinander. Und man kann immer wieder zu diesen zurück. Man muss immer wieder zu diesen zurück. Entweder ist das total falsch, was ich mache, oder ich bin genial. Es ist komplett richtig, was ich mache. Und ihr wisst es. Ihr sitzt gerade davor und denkt euch, endlich machst du mal die richtigen Entscheidungen. Und oder ihr sitzt davor und sagt euch, tu das nicht! Du gehst total falsch. Das ist auch so lang her, dass ich mich nicht mal daran erinnern kann. Oh, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich schwimme jetzt hier einfach rum. Wir finden schon den Weg. Man muss einfach positiv denken. Ja. 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 Das ist die Lösung. Nein, ist sie nicht. Okay, schwimmen wir mal dorthin. Wir haben 2 Artefakte, die wir irgendwo einsetzen müssen. Und ich kann mich nicht an Poseidons Tempel erinnern. Stopp! Ich kann mich schon an dieses Level erinnern, aber ich kann mich nicht erinnern, ob es da noch was gab, was ich vergessen habe. Was ich übersehen habe. Wäre jetzt nicht undenkbar, ne? Aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Erinnerung dran. Von daher bringt es mir auch nichts, das zu wissen. Gut. Gehen wir dort hinten hin. Dort hinten ist Land. Das ist toll. Das freut mich. Das freut Lara. Das freut uns alle. Was ist dort unten? Ich weiß es nicht. Ja. Das Problem ist, wie ich auch schon sagte, das ist ein Verknüpfungslevel von mehreren Leveln. Also so ein Knotenpunkt. Ich glaube, ich kann sogar noch weiter zurück. Aber ich will nicht zurück. Ich möchte nicht. Ah, das ist so scheiße. Ich meine, welcher denkende Mensch, überlegt euch das mal, ja? Ihr spielt das ohne Lösungsbuch durch. Ohne irgendeine Scheißhilfe. Und wer sollte 1999 darauf kommen, dass du 5 Level zurück musst? Das ist doch krank. Da kommt doch kein Mensch drauf. Und das ist eine interaktive Spielwelt, wie ich sie doch liebe. Toll. Klasse. Haben sie toll gemacht. Toll. Fein. Schön. Hier kann ich nicht lang. Da ist eine Strömung. Und Lara macht komische Gymnastikübungen. Was tust du? Lara, könntest du? Hallo? Hallo? Sie ist eine Ballerina. Ich lade. Ich lade. Wir laden einfach. Das ist die einfachste Lösung. Die Küstenruinen. Ich glaube, im Poseidons Tempel gab es gar nichts mehr. Ich weiß, ich musste 3 Zacke sammeln. War das richtig? Ich glaube, ja. Und musste sie auf Statuen einsetzen. Das ist die Erinnerung, die ich noch daran habe. Und das habe ich hinbekommen. Ansonsten wäre ich nicht in dieses Level gekommen. Aber dieser scheiß Dimitrios Trostris... Ich weiß nicht, wie die Halle hieß. In dieser Halle gab es ja auch noch einen Levelausgang. Das ist toll. Das freut mich total. Das macht mich so fröhlich. Wie noch nie. Da bin ich gerade hergekommen, oder? Alter, wie kann man nur so ein scheiß Gedächtnis haben? Ich. Okay. Wir werden das Kind schon schaukeln, sagt man doch. Ah, eine Palme. Toll.
Da geht's auch noch irgendwo hin, aber ich habe Angst, es herauszufinden. Ich glaube, dort komme ich in das Level zurück, wo sie die Armbrust gefunden hat. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Bestimmt! Dort ist ein Gang, dort ist ein Gang. Ja, pff, ne, ist total einfach, total überschaubar. Es wird dir auch kein scheiß Hinweis gegeben, wo du hin musst. Ich meine, dieser Dialog mit Werner von Kroll war eigentlich nur die Story. Dass wir diese Armor finden müssen, bla bla bla, Armageddon und sowas, ne? Also halt, wie immer halt. Dieses typische Tomb Raider-Feeling halt. Die Welt geht unter, bla bla. Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier wieder ein Level zurückgehe? Nein. Was ist dort unten? Finden wir es heraus! Ach du heilige Lara Croft. Ja, das ist toll. Ich finde hier immer wieder Ecken, an die ich mich null erinnern kann. Wir gehen einfach bis zum Anfang des Spiels zurück und hoffen, dass wir gerettet werden. Hahaha. ach ja, hier habe ich gestartet, glaube ich, oder? Das war, glaube ich, der Anfang von den Küstenruinen. Ich muss irgendwo diese Artefakte einsetzen. Soweit bin ich schon mal. Das ist toll. Nur bringt's mir nichts, weil ich nicht weiß, wo. Ich überlege gerade. Gab es in der Bibliothek noch irgendwo ein... Nein, gab es nicht. Gab es? Nein. Küstenruin. Vielleicht ist die Lösung doch im Tempel des Poseidon. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist sie in der Bibliothek. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Ja, ihr und ich nicht. Das ist das Problem. Die Gehirne wurden vertauscht. Sie sind im falschen Körper. Wisst ihr, sowas demotiviert einen auch total. Du hast keine Ahnung, wo du hin musst. Und es wird dir nicht mal ansatzweise irgendein scheiß Hinweis drauf gegeben. Und du sollst trotzdem die Lösung kennen. Ich meine, was ist das? Wie sadistisch sind die bitte? Ich kapier's nicht. Okay. Wenn wir keinen Weg weiterfinden, werden wir es einfach ganz einfach machen, weil einfach ist. Das war falsch, Lara, danke dafür. Werde ich einfach jedes Scheiß-Level durchsuchen, bis ich diesen entscheidenden Hinweis, der mir fehlt, bis ich ihn gefunden habe. Ich werde keine Ruhe geben. Oh Gott, wie ich keine Ruhe geben werde. Es funktioniert so nicht. Es funktioniert einfach nicht. Wir gucken uns nochmal diese dumme Halle an. Sag mir bitte, dass das nach der Cutscene war. Warte kurz. Hab ich... Ich habe nicht gespeichert! Klasse! Ich darf den ganzen Scheiß nochmal machen. Okay. Wartet. Wir kommen hier rein, ne? Gell? Ihr seht das. Links und rechts gibt's Wege. Jetzt müsste die Cutscene kommen. Nein, kommt sie nicht. Weil hier dieses Artefakt ist. Kann ich hier was machen? Nein, vielleicht muss ich auch von Kroll folgen. Ich weiß es nicht. Dort ist die Leveltür. So viel steht schon mal fest. Das ist schon mal klar. Gucken wir uns nochmal... Nein, wir gucken uns die Katze hier nicht nochmal an.